Hallo, guten Abend. Na, hallo Buddy. Schön dich wiederzusehen. Schön, dass du vorhin da warst. Hallo, willkommen zurück. Chorus-Soundtrack. Tim, wer braucht? Warte nur darauf, dass das Spiel gestartet wird. Jetzt. Jetzt. Und leider geht dann die Musik aus. Auch die Einblendung aus. Und auch der Discord aus. War ja eh heute keiner da. Naja, doch. Waren so schnell alle wieder weg. Ton. Ton. Sehr schön. Fortsetzen. Ich habe einen blauen Ladekreis. Timberborn reagiert nicht. So sieht es bei mir gerade aus. Das Fenster mit reagiert nicht ist gerade weggegangen. Okay, jetzt hat sich wieder gefangen. Okay. I'm not entirely sure. Ja gut. Wie sieht's denn aus? Wir haben reichlich Nahrung, wir haben reichlich Getreide, Kartoffeln. Kann man ein Lagerhaus für Mehl gebrauchen? Wartet, Metallblöcke, da können Sie noch lange warten. Ein Lager für Mehl. Ich würde hier eigentlich gerne mal eine Verbindung machen. Ah ne, haben wir ich da ja schon. Ha, brauche ich gar nicht mehr. Lagerplätze. Ein mittleres Lagerhaus. Da hätte ich nochmal eine Idee, wie ich vernünftig. Es gibt halt nur Holztreppen irgendwie. Aber wie ich hier quasi oben drauf kommen könnte, ohne allzu viel Platz zu verbrauchen. Ich glaube, viel mehr als an der Stelle hier zwei Blöcke zu entfernen, werde ich nicht so mal eben finden. Und deswegen machen wir das. Ansonsten scheint es erstmal ganz okay zu laufen. Hier drüben baue ich noch die neuen Schleusen. Die sind aber gleich schon. Bisschen Fallhöhe muss ich ja lassen, damit die Geschwindigkeit vom Wasser noch hoch genug bleibt. Könnte man eigentlich hier rüber machen? Wenn ich das hier höher rüberlaufen lasse, dann wird das ja auch, ne, und so. So, und jetzt muss es eigentlich überall gleichmäßig rüberlaufen. Theoretisch. Praktisch, der Tümpel hier ist wieder voll. Hier
Durch Kontaminierung Eingang. Natürlich schon unschön. Jetzt einfach noch hier einen Damm hinbauen und dann kann ich komplett hier alles überfluten, alles was hier ist. Dann fließt das ganze Wasser noch hier durch den Fluss, sondern hat man hier auch ein bisschen besseres Land. Ich muss mal gucken, dass ich hier einen Weg durchbaue. Dann hat man noch mehr Grünfläche. Aber ich fürchte, dafür brauchen wir eine neue von diesen Bezirken hier, weil der Bezirk reicht nur bedingt weit. Ich bezweifle ein bisschen, dass ich hier auch nur annähernd bis zu den Ruinen komme. Oder zu den Ruinen, oder gar zu den Ruinen, wobei die noch am vielversprechend sind, weil da einfach das meiste an Ruinen ist. Knatsch, knatsch. Knutsch. Aber dafür muss ich einen neuen Bezirk bauen. Und dafür ist mir das hier noch nicht weit genug ausgebaut. Ich habe 2800 Forschungspunkte, was kann man denn noch damit machen? Wir könnten hier eine große Brücke drüber bauen. Wie groß ist denn der Abstand hier? Oder so? Ah, man kann die von beiden Seiten einfach bauen. Dann tatsächlich eher der hier. Ich habe genau 1800 Punkte noch. Und dann würde es genau rüberreichen. Ich brauche dafür nur Holz und Holzbretter. Dann käme ich schon hier mal oben hin. Tada. Das ist nett. Ey, ich habe mal auf höhere Geschwindigkeit. Die sollen hier aber auch mal irgendwann fertig werden. Lagerplatz in Bezirksverwaltung. Noch Holz wäre nicht das Problem, aber man kommt halt hier nicht dran. Wenn ich halt kein Metall habe. Weißt du was, dann mache ich das hier mal weg. Na, das bringt ja nichts. Achso. Ich muss erst den Weg löschen, damit ich dann. Na ja, gut. Dass ich hier wirklich Metall brauche, ist auch irgendwie bekloppt. Hier kann ich ja nicht einfach drüber bauen. Also mir bleiben nur Plattformen. Was schade ist, weil ich dann da drunter halt nichts bauen kann. Aber es hilft ja nichts. Wäre eigentlich nur interessant, wenn man hiermit dann so eine zweite Stufe bauen könnte. Weil hier kann man ja auch mehrfach bauen. Und dann könnte man hier drauf noch Häuser bauen. Hm.
Was ist denn da los? Der Biber ist verletzt. Und Krankenbetten sind hier sind schon belegt. Soll ich davon mal mehr bauen? Wohlbefinden. Ein Krankenbett. Ich weiß nicht, warum dieser eine Platz frei ist. Oder dieser. Oder dieser. Das Gefühl, ich gebe denen zu viel Aufgaben für zu wenig Holz, wa? Also einfach laufen lassen. Baustelle fehlt Materialien, nicht verbundenes Gebäude, Gebäude benötigt Materialien. Ja, ja. Ja, ja. Hallo, Chaos. Nom, Hallöchen. Wie geht's? Aus welches Eisen hast du quasi als erstes angefangen an zu minern? Das hier unten? Also unten links? Das hier wohl nicht. Unten rechts und da oben links. Das nordwestlich, ja, okay, oben links. Hm. Wir überlegen eher tatsächlich hier hinzugehen, weil hier auch noch so eine Ruine ist. Und man könnte hier von hier oben aus ein bisschen was sprengen. Hier füllen lassen. Hier einen Deich bauen. Hier rüberfließen lassen und hat dann hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Grünfläche. Und hier kann man von hier aus erreichen. Und Möglichkeiten sind ja da, aber hier hinten komplett irgendwie neu durchsprengen, das dauert ja ewig. Aber ich weiß halt auch nicht, diese Bezirke brauchen halt irgendwie immer ewig, also die sind halt nicht so groß. Ich empfehle dir, bevor du beide die bevor wir beide die Schlacht der Götter Koop-Kampagne von Age of Mythology spielen, dass du erstmal die Kampagne Sturz des Dreizacks und das neue Atlantis spielst, damit du die Koop-Kampagne verstehst. Ja, okay. Ich habe 15 arbeitslose Biber. Was mache ich bloß mit denen allen? Zum nächsten Bezirk schicken. Muss noch mal machen, bis später. Bis später, Chaos. Guten. Ich hatte den Pfad auch hier hingebaut. Hm. So, dann lasse ich die mal eben ein bisschen Holz und so sammeln. Papier. Will ich irgendwie ein kleines Lager für Papier? Ein kleines Lager für Papier. Hm. Möchte ich ein mittleres Lager für Papier bauen? Eigentlich nicht. Könnte ich
Draht hier längs bauen. Hier die ansetzen. Und hier nochmal Lagerhäuser hinbauen. Perfekt. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Ist auch immer dasselbe. Beim Planken haben sie reichlich. Nur Rohholz sollte man. Ich muss einfach abwarten. Weil es ist ein Aufbauspiel. Da baut man immer auf und nicht warten, bis irgendwann mal irgendwas da ist. Hart. Man kommt wirklich bis hier hin? Nein, kommt man nicht. Hier kann dann Papier. Bücher irgendwann mal. Löwenzahn. Und hier baue ich dann eher so ein Lager nochmal hin, so ein Stapellager. Wir benötigen mehr Holz. Ich kann hier mal wieder Wasser nachfließen lassen. Tada! Mal den Mauszeiger drüber. Mal gucken, wie schnell das so abfließt. Auf Stufe 3 durchaus sichtbar. Für die gesamte Höhe natürlich nicht allzu viel. Also, ne. Aber merklich. Okay, nochmal Pfad bauen. Dann haben wir nochmal einen Weg. Oh nee. Oh, die nächste Faulwasserflut. Kann man dagegen eigentlich irgendwas machen? Verhindert, dass der darunterliegende Boden kontaminiert wird. Braucht aber Metall. Metall habe ich nicht. Ja, für Sprengstoff brauche ich Metall. Auch Metall. Das hier könnte ich bauen. Beschäftigt Zapfer die Saft von Sirup und von Bäumen.
Saft und Sirup von Bäumen sammeln. Ja, das müssen die Bäume aber stehen lassen und das sehe ich nicht. Plündererflagge. Melzerei. Ein Kräuterheiler, den könnte man bauen. Oh, der würde perfekt hier reinpassen. Ja, dann auf geht's. Agora. Ein weiträumiger Treffpunkt, an dem Biber alles rund um das Thema Holz diskutieren können. Nur ebenerdig. Hätte aber eine ganze Menge Rohstoffkosten. Oh, Metall, Metall, Metall. Wer braucht Metall? Gute Leute sind im Allgemeinen ja schon recht zufrieden. Wie gesagt, Kastanien kann es erst geben, wenn ich die Bäume stehen lassen kann oder einfach mehr Bäume anpflanzen kann. Teichrose, weiß ich noch nicht mal, wie das macht. Ich weiß nicht, ob ich das hier drin machen könnte. Gora braucht halt Metall. Tanzsaal. Vogelscheuche. Ah, die geht. Muss jetzt noch mehr Felder wegnehmen. Andererseits prinzipiell hätte ich ja genug. Siebenstein! Bau das mal hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Wir haben ohnehin genug Nahrung. Wird dann zwar nicht für überall, aber zumindest für die meisten Flecken, die wir hier so haben. Die Felder werden immer mehr gespickt mit irgendwelchem Zeug. Ja, das Faulwasser kann ich jetzt auch nur einfach fließen lassen. Genug Nahrung habe ich. Nur versuchen, die Flut so schnell wie möglich abfließen zu lassen, dann. Ja, okay. Der Großteil unserer Ernte ist gar nicht so betroffen. Und hier die Birnen sind Blaubeeren, ist ja auch eher so eine Sache.
Das hier ist unangenehm. Durch Kontaminierung Eingang. Oh, das ging ja schnell. Dafür müsste man eigentlich eine Umgehung bauen, dass das Wasser dann irgendwo anders hinfließt. Dass man dann freischalten kann. Alles komplett vergiftet hier. Seht euch das Land an. Nur so ein paar Stellen, die nicht komplett tot sind. Oh, die ganzen Kiefern sind eingegangen. Und sogar einige Eichen. Aber warum eigentlich? Zyklus abbeginnen. Weil hier ist die Eiche nicht eingegangen. Hier, ach, weil das unterschiedliche Grade sind, die hier kontaminiert sind. Uff. Das ist natürlich alles andere als schön. So, es kommt schon neues Wasser nach. Und dann kann alles wieder neu angepflanzt werden. Toll. Ob die sich auch darum kümmern, dass das hier dann wieder neu angepflanzt wird? Hier waren zumindest eben zwei Biber kurz. Ich glaube, hier muss er jetzt auch einmal den hier machen. Damit danach neue Blaubeerfelder einfach gepflanzt werden. Wasser steigt. Doch. Okay, dann neu pflanzen, Blaubeeren. Na gut, genug Sammlerhütten haben wir dafür. Das Wasser ist hier schon einen Block runter. Oh ja. Ja, die kümmern sich darum. Dann ist gut. Dann dürfen wir jetzt halt nur noch länger abwarten, bis wir wieder Holz kriegen. Immer so viele arbeitslose Biber, wie ich habe. Wenn ich da mal
hier einfach nochmal einen Förster bauen. Und dann auch neue Holzfäller. Aufgaben in Reichweite, willst du mich verarschen? Muss ich wohl erst definieren, ne? So, dann kriege ich Holz. Und kann direkt was nachpflanzen hier. Ja, doch mal gucken. Das sollte ich auch mal nicht vergessen, dass ich hier auch Löwenzahn mit anbauen können darf, sollte, tun, täte. Ist jetzt immer vernachlässigt, weil es irgendwie bei den Förstern dabei ist, aber nicht bei den Feldern. Meinen. Nach der Spiellogik hier sind Löwenzahn und Blaubeeren Bäume. Oder Büsche. Blaubeeren ja, aber Löwenzahn? Als Busch? Hm. Weiß ich nicht. Gestorbene Bäume ohne Fellmarkierung nachpflanzen. Klar, wenn die hier vergiftet werden, dann sollen die nachgepflanzt werden. Das macht schon Sinn. Und der Pfad hier kann zu Ende gebaut werden. Rot, grün. Hey.
Oha. Der hat eine echt große Reichweite. Das ist gut. Einfach drei Viertel der ganzen Siedlung besteht nur aus Pflanzen und Bäumen. Und trotzdem fehlt es an Holz. Löwenzahn, Bücher, Papier. Papier. Metal, Energie. Schon wieder überlegen und schauen, was man als nächstes bauen kann. Es ist ja abwarten, Geduld. Habe ich plötzlich wieder Lust auf Ixion. Ja, hier kann ich noch weiter Vogelscheuchen einbauen. Hinbauen. Platzieren. Weiß nicht, ob die wirklich an den Feldern gebaut werden müssen, aber da steht Felddekoration zum Fall. Gut, wir haben keine Vögel in dem Sinne, aber. Ach, naja. Haben wir auch die Felder deswegen gemacht und dann sollte. Vogelscheuchen. Ja. Dach. Strauch. Die werden anspruchsvoller für ihr Zeugs. Ich hab nicht mal Rohholz. Dürre. Ja gut, die können wir aushalten. Du kannst auch wieder absinken. Warum pflanzen sich hier eigentlich die Blaubeeren nicht an? Aber ich glaube, für eine Dürre sind wir recht gut vorbereitet, was Wasserreservoir angeht. Wir werden halt nicht unbedingt Strömungsgeschwindigkeit dann haben. Das muss ja auch gar nicht. Immer zwingend.
Bretter und Zahnräder haben wir genug. Gegenmittel. Wo werden denn Gegenmittel gelagert? Hier offenbar schon mal nicht. Hier. Gegenmittel werden in als Flüssigkeit gelagert. Schon wieder Sachen für Holz. Wobei die Plattform braucht mehr Bretter als Rohholz, dann ist ja gut. Kastanien. Jetzt überall Oberkante, Unterlippe bei dem Wasser. Könnte man eigentlich nochmal das Wasser tatsächlich ein bisschen aufstauen lassen. Damit das Wasser nochmal in die hier rein fließt, bevor dann die tatsächliche Dürre da ist. Dahin wird das Wasser irgendwann versickern, aber hier kann es erstmal hinfließen und dann fließt es eher hierhin, als dass es dahin versickert. Und schon wird's gut. Dann beginnt bald die Dürre und dann ist definitiv genug Wasserspeicher da. Nicht zu viel. So wie zum Thema nicht zu viel. Bisschen zu früh gestartet, aber naja. Vor der Dürre nochmal alles überschwemmen lassen. Ich muss es hier doch ein bisschen schneller abfließen lassen. Jawohl. Null Komma 95. Hier aber noch mal ein bisschen weiter aufstauen. Ist das hier jetzt auch randvoll? Und jetzt kann nichts mehr abfließen. Hier passiert zwar auch nichts mehr. Wupp. Aber hier ist noch alles Töfte. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Wenn man den Baumodus ausschaltet und der Shader wirkt komplett schwarz hier, der Krater. Aber soweit alles in Ordnung. Wir haben genug Nahrung. Gelegentlich kriegen wir auch mal ein paar Sonnenblumenkerne. Wo sind die eigentlich drunter? Hier. Ach, die Blaubeeren werden als Büsche von Förstern gesetzt. Das ist ja mal mau.
das hier, diese Bienen. Bienen! Wo sind die Bienen? Sind die Bienen? Oh, die reichen weiter als gedacht. Erforderliches Gebäude, aquatisches Bauernhaus, ne? Das wird ja noch. Das dürfte noch ein bisschen dauern. Ja, vielleicht kann ich hier hinten nochmal eine Sammlerhütte für Beeren bauen. Die unten nicht komplett aus sind. Hier brauche ich wirklich keine zwei Beeren für. Beerensammler für die paar Beeren. Ich wollte noch hier Tanklager bauen. Natürlich ihren Tank auf der falschen Seite haben, ihren Eingang. So ganz passend ist das ja auch nicht. Wasser, Medizin, Ahornsirup, und noch mehr Wasser. Wasser kann nie schaden. Frage, reicht mein Wasser eigentlich? Das sollte vielleicht auch mal wieder nach... justieren. Nilte, Bretter, Metall. Gesperrter Eingang. So. Na ja, siehst du. Was ist denn das bitte für ein Ölfilm? Für Gegenmittel? So, aber damit haben wir doch schon mal ein bisschen was an mehr an Lager. Allerdings wird dann auch langsam unser Wasser hier, also Vorrat hier ein bisschen knapper. Das kann ich ja tatsächlich einfach nachfließen lassen.
Na komm, lass nachfließen. Ja, passt. Da ist die Türe auch schon fast wieder vorbei. Ich glaube, ich könnte auch noch mal von diesen Duschen bauen, wa? Ich baue die ja mal hier hin. Nur die hier, die beiden Plattformen nicht mehr. Duschen. Oh, ich habe Holz. Ich habe ein bisschen Holz. Ja. Die beiden Wassertanks sind schon komplett voll. Und Wasser fließt nach. Das ist eigentlich hier ein Flieger. Ach so. Okay. Ah ja. Jawohl. Nun fließt ihn wieder etwas Wasser, sei ja. Okay, hier steigt das Wasser zu hoch an, okay. Ach, da hinten auch schon. Na gut. Dann stellen wir das hier mal etwas weiter runter. Dann kann das Wasser schneller abfließen. Und die hier stellen wir etwas höher. Och Mensch. Ah, passt schon. Dass sie wieder sonst wohin tief ab. Ey, mal. Ne, mal geht es hier rüber und dann ist wieder einen halben Meter drunter. Das sag ich ja.
Und die Dämme würde ich ja eigentlich gerne komplett weg machen und dafür Plattformen bauen, damit das Wasser besser kontrollierbar ist. Dann bitte Plattformen. Ja, passt. Da muss ich eigentlich mal versuchen, hier hinten an Metall zu kommen. Kommt tatsächlich hier hin. Sehr irre. Wenn es jetzt noch diagonal irgendwie führen würde, wenn man noch ein. Aber naja. Sag bloß, ich könnte hier dann Metall ernten. Ist zwar rot, aber prinzipiell funktionieren würde es wohl. Brauche ich hier ein Lager für Metall. Wahrscheinlich dann auch eher so ein Stapellager. Also wie ich hier was bauen wollte für die für mehr Rohholz und so. Ja, wir können Metall abbauen. Mal kurz gucken, wenn das einbricht, was dann passiert. Ob das irgendwie mit einem fürchterlichen Krachen einbricht oder einfach nur weg ist. Es ist einfach nur weg. Na gut. So, hier sammeln wir Altmetall. Okay. Was brauchen wir denn, um Altmetall dann zu verarbeiten? Holz. Und ein bisschen und ein paar PS. Oh, das könnte ich hier nebenpacken. Das wäre ja Töfte. Kriegt direkt seine Energie aus der Papiermühle. Dann kann man von hier aus das Metall hier hinbringen, verarbeiten und hier oben hinbringen zum Einlagern. Schön, wir kriegen Metall.
Ja, dann kann ich jetzt ja doch hier die Brücken bauen. Hier die Überhänge. Überhänge. Ach, das ist so eine Plattform. Ui. Oha. Einfach hier oben drauf bauen und schon kannst du da eine komplett neue. Kannst einfach eine Stadt über der Stadt bauen. Okay. Ja, und das war das, wo ich nicht erst gedacht habe, damit man da drunter nochmal Dinge bauen kann. Pflanzen und so. Sind die zwar kurze Zeit abgeschnitten, aber wenn ich weiß, dass ich 12 Metall habe. Nein, sieht mir noch nicht danach aus. Dann, ne? Kann man das ja nochmal umbauen. Yay. Und wie viel Energie haben wir hier jetzt so? 400 zur Nachfrage, irgendwas sehen wir noch nicht. Müssen wir kurz auf den nächsten Tag warten. Ah, 500 PS werden reichen. Okay, genau jetzt ist natürlich weniger Wasser da. Also weniger Fließgeschwindigkeit. I'm not entirely sure, was dieser Prozess hier bringt. Aber Hauptsache, irgendwas bewegt sich, ne? Ich hätte das hier eher bei den Brettersägen gedacht, dass dann, ne, dass da die Säge dran befährt, aber auf der Länge macht das auch nicht so richtig viel Sinn. Ja, man will ganz dünne Planken ganz oft haben. Na dann, wir kriegen Metall. Schön. Heißt jetzt wieder abwarten, bis wir genug Metall verarbeitet haben. Ich glaube, ich habe die hier hinten nicht mehr zum markiert zum Fällen, ne? Dann kann ich daraus ja mal ein Harz sammeln. Das wird gar nicht hier drin nein. Hier ist nur Ahornsirup, aber kein Kiefern. Harz. Wo wird denn dann Harz gesammelt? Hier drin? Tatsache, Kiefernharz wird als, wird nicht als Fluid gesammelt. Machen wir das doch mal. Hier, Kiefernharz. Schwupp. Können die unter so einer Plattform eigentlich noch durchlaufen dann? Jo. Oh. Ha. Das bietet Möglichkeiten. Die 3000 Forschungspunkte habe ich auch schon freigeschalten. Ich habe so viele arbeitslose Biber. Könnte ich eigentlich auch alle in zu Erfindern umbasteln. Ich weiß mal nicht, was es dann noch. Also, ne, irgendwie. Irgendwann haben wir dann alles freigeschaltet. Also, sehr schnell werden wir dann alles freigeschaltet haben, aber naja.
Es ging wahnsinnig schnell. So, noch zwei. Ich dann vielleicht mal sagen, dass die hier auch nicht gefällt werden sollen. Nun werden sie schon nicht. Birken, ja. Aber nicht die Kastanien und die hier auch nicht. Da bräuchte ich dann jetzt irgendwie jemanden, der Parts sammelt. Unter welche Kategorie fällt denn das? Harz sammeln. Sammelt Beeren, Löwen, Kastanien. Okay, für Kastanien brauchen wir das dann also auch schon hier. Oder auch noch hier. Aber... Sammelt Rohholz. Ach hier, Zapferhütte. Braucht alles, was ich schon habe. Oh, der hat einen großen Wirkungsbereich. Kann ich den dann vielleicht mal hier so mitten reinbauen? Na, kann ich die mal zwei hier mal wegnehmen? Dafür da dann diesen Kiefern und die nächste Dürre. Aber auch die soll nicht unbedingt mein Problem sein. Ich lasse das hier alles so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Weil genug an Vorrat ist ja auch drin. Okay, nochmal den Vorrat auffüllen. Jawohl. Da kriege ich Kiefernharz. Yay. Irgendwann kriege ich dann noch Kastanien hier. Ja, Kastanienbäume. Kann ich da dann vielleicht sagen... Habe ich hier drüben eigentlich welche? Na, hier hinten. Davor reicht es aber definitiv nicht. Deswegen mache ich das hier. Okay, hier sind Kastanien direkt nebenan. Hm. So, wie viel Metall habe ich denn? 9. Noch nicht so viel. Na, 4 Stunden, bis ein Metall geschmolzen ist, ist halt auch eine Menge. Ich glaube, ich brauche mal mehr Schlepper, wa? Schlepper. Hm. Sind denn die nochmal? Schlepperposten. Bitte einmal die Bäume hier fällen. Jetzt können die keine Bäume mehr fällen, weil die keinen Platz mehr hier in dem Rohholzlager haben. Ich meine, ist ja gut und schön und so. Aber ist halt, ja, ne, und so. Also, dann bauen wir doch nochmal eine Dreifachhütte hier hin. Und schon sollte das ganze Holz in Verarbeitung sein. Also was, dann mache ich hier auch nochmal so ein Lagerfeuer hin. Offenbar reicht es ja nicht mehr, dass die da so von der Menge her runterkommen. Dass es ausreichend ist für die Menge an Leuten, die wir haben. Hier.
Dann sollten wir davon genug haben. Also Metall haben wir. Bin nur nicht rechtzeitig transportiert, weil ich hier die Schlepperhütte noch brauche. Also warte, machen wir das jetzt so. Einmal abreißen hier. Gebäude benötigt Energie, wir haben gerade keine. Ich könnte auch mal schauen, dass ich vielleicht ein paar Windräder baue, aber. Ja. So dramatisch war es bisher einfach noch nicht. Das ist ja relativ easy. Irgendwo noch mit anzubauen. Per Redundanz. Ja, das würde gehen. Nur keine Ahnung, von wo der Wind auskommt, aber. Das Ding dreht sich automatisch dahin, wo der Wind herkommt. Und dann kann man das auch nochmal hier zwischenbauen. Jawohl. Oh, 240 PS, das ist erstaunlich viel. Hätte ich nicht so ganz mitgerechnet. Dann können wir ja fast mit den großen Windrädern alleine schon unseren Park hier betreiben. Oh, 480 von 550 PS. Easy. Bären, Löwenzahn, Papier, Gegenmittel. Oha. Wenn denn Wind wehen würde. Ich bin spontan Fan von diesen Windrädern geworden. Passt mit dem Förster nicht, ne? Ne. Dann bauen wir es halt in die Richtung. Windräder. Ja, was denn? Aber obacht nicht, dass ein Blitz einschlägt. Ich glaube, in dieser Welt regnet es schon lange nicht mehr. Gewitter. Ah, ist hier auch nicht. Schade. Na gut. Dann baue ich da wieder Löwenzahn an. Düt.
Lüftzahn. Klingt logisch, ist aber so. Der Vorrat geht zu Ende. Nehmen wir mal an, würde man die Windräder höher bauen, würde man auch noch mal ein bisschen mehr oder anders Energie kriegen, aber naja. Das Metall würde ich gerne erstmal für die Stege hier nutzen. Gestrandet am Lagerfeuer. Am Dachstrand. Dachterrasse. So, höchste Priorität hier. Da kommt schon Metall. Da ist das Ding an einem Tag gebaut. Wir haben darunter einiges an Platz zum Bauen von Büschen. Von Büschen. Schönen Sachen. So, gebaut. Jetzt muss ich nur noch den Pfad da drüber legen. Tada! Okay. Dekoration. Was brauchen die denn wieder hier? Ach, Vogelscheuche, Strauch. Strauch und Nachrichtenpfahl. Ich auch gerne. Natürlich kann man dann nicht, kann man den nicht da drunter bauen. Wieso kann man den nicht da drunter bauen? Das hat mir ja genau gar nichts dann gebracht. Menno.
Brauche ich hier schon Plattform nur für Deko-Elemente? Laternenstrauch, jetzt sind sie wieder zufriedener. Und Nachrichtenpfahl können wir auch noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle bauen. Braucht halt aber auch Metall. Die Dürre ist vorüber. Yay. Dekoratio, die Vernunft der Gestaltung. Hey, hey, hey. Aber gefällt mir. Ja, da kommt wieder Wasser. Hui. Da die alle noch schön niedrig sind, erstmal die Schleusen, kann das hier erstmal so durchfließen. Hoppla. Aber kurz ein bisschen zu weit. Ja gut, hier kannst du ja erstmal wieder in den Krater fließen. Nö. Verbreitet sich gerade ein bisschen schnell. Bisschen sehr schnell. So. Irgendwie herrscht gerade keine Strömungsgeschwindigkeit mehr vor. Wieder zu viel. Diese Schwerkraftbatterien kann man tatsächlich mal gebrauchen. Irgendwie hätte ich gerne noch mehr, mehr Metall. Und dafür, dass wir hier halt nur zwei verschiedene Energiequellen haben. Weiß nicht, ob ich die hier auch einfach noch dran bauen kann.
Muss ich erst nochmal so ein Ding hier hinbauen. Zufriedenheit von 24. Nett. Feuerschale der Freundschaft. Braucht 400 Bretter. Ich habe noch nicht die 3000 Forschungspunkte. Na gut. Kann aber easy irgendwo hier hinbauen. Ja, dann habe ich mal endlich den Platz da genutzt. Und da ja schon mal noch mal so einen Wohnraum drauf bauen. Aber die wollen dann oben raus. Nee, nee. So passt schon. Und dann kann man da drauf noch mal dann das nächste Monument bauen. Das erste Monument ist ja hier drüben. Aber da muss ich noch ein bisschen warten, bis ich genug Forschungspunkte habe. Im Kiefernharz haben wir jetzt auch. Das heißt, wir könnten hier diese Holzwerkstatt bauen. Kostet mich aber auch 250 PS. So, das ist da. Dann kann ich das hier wieder abreißen. Das auch. Und ein Wasserrad drüber bauen. Wie dicht möchte ich alles zusammenbauen? Ja. Ich kann bald noch mehr von dem Freibad bauen hier. Kann das vielleicht hier hin nochmal bauen? Hier ein paar Plattformen und dann Wohlbefinden. Freibad. Ja. Das kriegen wir auch noch hin. Jawohl, ist gebaut. Dann haben wir jetzt definitiv genug. Wir haben was? 1000 PS, 1200, 1300, gut. Wir haben genug für die Holzwerkstatt. Ich will aber eigentlich erstmal das Monument bauen. Kostet mir 400 Bretter. Hab immer ordentlich was zu tun hier. Dacke, das Wasser steht hier auch so hoch. Wenn man von hier aus keine Kante quasi gesehen hat, wo das Wasser irgendwie eine Höhe angeben würde.
Jetzt brauchen wir mal wieder ein paar ordentliche Bretter. Ich habe ja drei Sägewerke. Und ich habe genügend Holz. Tatsächlich mal. Hier kann ich jetzt mittlerweile auch ein Freizeitbad bauen. Hier Wohlbefinden. Freibad. Freibad hat Vorrang. Doch, ach, hier ist der Tanzsaal. ...400 PS für das Karussell, eieiei. Käme dann hier neben, ne? Schon noch Platz dazu. Oh. Kann man... Man könnte das hier mit dem hier verbinden. ...41 Metall haben wir. Nächste Freibad ist fast fertig. Dann sind die hier nämlich auch wieder... Genau, dann kriegen wir hier auch wieder mehr Punkte für. Karussell wird nur noch etwas dauern. Dekorateur brauchte Metall. Unbehandelte Bretter. Hm. Ja, Gura wäre noch als nächstes mit dran. Na, siehste. Fertig. Die braucht irgendeinen Extrakt. Und ich weiß nicht, wie man das Extrakt bauen kann. Ui. Ein bisschen größer, das Gebäude. Das kann ich nicht irgendwo oben drauf bauen. Gut, das ist auch einfach riesig, um es irgendwo oben drauf zu bauen. Ach, da hat er noch einen extra Eingang. Man könnte es dahin bauen, das würde gehen. Ansonsten fehlt mir dafür tatsächlich schon so langsam Platz. Tatsächlich noch am ehesten hier hinter. Oh, nächster Schritt hier ist fertig. Also Altmetall haben wir mehr als genug. Nur die Verarbeitung ist noch ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack. Nahrung haben wir definitiv reichlich. Viel fehlt nicht mehr. Dann können wir mal schauen, wie hoch hier das Wohlbefinden geht. Bisher waren wir maximal bei 24. Na gut, jetzt in der Nacht wird weder gearbeitet noch gebaut. Ah. Die Faulwasserflut ist wirklich nervig. ...94... ...96...
1999. Jawohl, da ist es. Süß. Dass die hier nicht anfangen zu brennen. Wohlbefinden. Feuerschale der Freundschaft. Plus 2,8. Mal gucken, sollte sich dann eigentlich ja 25, 26, na sie ist 27. Sehr schön. 28. Wenn wir denen jetzt noch ein bisschen mehr Freizeit gönnen, dann kriegen sie sogar noch ein paar Punkte mehr. Wobei im Moment ist das eigentlich recht gut ausgefüllt. Ja, schön. 29. Diese Leute fühlen sich richtig schön wohl bei uns. So. Und da ich gerade an einem guten Punkt dafür bin, ich werde mal zugunsten eines längerfristigeren Schlafrhythmus mich für heute verabschieden. Oh. Das tritt hier schon wieder über. Darum kann ich mich beim nächsten Mal kümmern. Ja, wir sind wieder gut vorangekommen. Wieder da. Hey Chaos. Ich wollte gerade sagen, ich mache mich dann wieder Acker, um nicht wieder Schlafdefizit aufzubauen. Aber es wird. Ich habe jetzt hier unten das Metall kompletten Lager voll. Wir haben hier ein komplett neue Holzquelle. Wir haben neue Tanks, neue Wasserquellen. Wir haben mehr Produktionsmöglichkeiten. Wir haben noch ein weiteres Haus gekriegt, damit ich noch mehr Arbeitslose am Biber habe. Wir haben das erste Metallgerüst hier gebaut. Wir haben ein neues Monument gebaut. Wenn nicht für uns, dann für künftige Generationen. Naja, und in Vorbereitung ist ja auch schon das Harz und Kastanien und so, dass man das mal bearbeitet. Age of Mythology Kampagne kann man gut streamen. Ich wollte das machen, leider ging das bei mir nicht. Oh, wieso nicht? Speichern. Speichern. Geht irgendwo Zyklus 10. Ja. Mal eben schnell. Oh, ich hab viel vergessen zu trinken. Ah, okay. Na ja, gut, da ich ja die Multiplayer-Partie mit Age of Mythology hingekriegt habe, direkt zu streamen ohne Schwierigkeiten, denke ich, wird das nicht so die Problematik. Aber dann ist halt die Frage, wann ich das streame, weil ich nehme mal an, das wäre ja schon ganz sinnvoll, wenn du dabei bist. Ich meine, wenn wir dann die Koop-Kampagne auch spielen wollen, wird es wahrscheinlich wieder dann aufs Wochenende, auf Samstags hinauslaufen. Stimmt, das haben wir ja jetzt, ja klar, warum ja nicht? Dann mache ich doch nochmal eben, siehst du, ist auch was ich jetzt mal eben machen kann, wenn ich schon hier ein bisschen früher aufhöre, dass ich dann mal eben die
Info-Generator, ich hab da. Die Kampagne erklärt dir alles und du spielst auch jede Kultur. Adi, wie schaut's aus mit Abiotikfaktor? Montag und Donnerstag. Nicht Donnerstag, okay. Und Mittwoch? Joa. Was solltet ihr eigentlich zweimal mit Y oder? Einmal mit Y und einmal mit IE. Das war nicht die Kampagne, weil ich empfehle dir, die Haupt- und DLC-Kampagne wirklich zu spielen, weil sonst spoilerst du dich halt extremst, aber für Gefährliche bin ich zu haben. Beides mit Y, okay. Dann Diplomatie, Diplomatie. Ja, gut, bisschen asymmetrisch dann. Dreizehn bis 18 Uhr, Age of Mythology. Ja, mal gucken. Und danach noch Diplomacy is not an option. Das wird ein sehr strategiehaltiger Samstag. Gut, dann hätten wir Montag Abiotikfaktor, Dienstag 7 Days mit einer halben Stunde Verzögerung, weil wegen Arbeit. Mittwoch Abiotikfaktor, Donnerstag Diplomacy is not an option. Freitag Dungeons 4 mit Ordi, Samstag Age of Mythology am Nachmittag und abends Diplomacy is not an option, Sonntag mittags 7 Days und abends Timberborn. Alter. Intendiere ich dazu wieder zu übertreiben mit meinen. Also ich meine, ich mache jetzt einen Techniker und bin am Arbeiten und am Studieren. Und leider mal wieder ein Schlafmangel. Und am Stream. Schlafen. Ja, deswegen mache ich ja jetzt auch Feierabend. Schreib's noch eben in den Discord. Schlafen, gute Nacht. Gute Nacht, schlaft gut. Morgen.